Naja, der Unterschied ist ja, dass die Kinder mit noch viel mehr Begeisterung dabei sind als die Erwachsenen. Bei den Erwachsenen, trotz allem Spaß, den man bei diesem Beruf Profifußballer hat, ist das doch dann auch harte Arbeit. Und mit den Kindern zu arbeiten, da sieht man, das ist noch ein Vergnügen. Also wir haben Spaß, wenn die Kinder Spaß haben, sie sollen sich bewegen und nicht nur Hamburger essen. Genau, also aufstellen den Fuß und da muss ich essen. Ja, nein, wir haben noch richtig im Käfig gekickt. Also es war zu meiner Zeit wirklich noch so, dass wir zu Hause gekommen sind, schnell die Schulaufgabe, darf man nicht laut sagen, hingefetzt haben und Schultaschen ins Eck und die Freunde haben schon unten gewartet im Käfig und wir haben losgekickt. Das ist dann den ganzen Nachmittag so gegangen, bis halt die Eltern dann einmal zum Essen geschrien haben. Aber das war echt noch so, das gibt es jetzt nicht mehr so. Ich bin in einem Gemeindeball im 22. aufgewachsen und da hat es nur Kicken gegeben in der Freizeit. Der war Messi, der war gut, noch einmal. So. Dann ist der Tag gerettet. Ja? Magst du? Ja, das ist ja klasse, das ist ein lässiger Typ. Das ist viel Gaude. Ein wenig anstrengend, aber es gehört dazu. Ja, es ist sehr schön. Mir hat es am besten gefallen, das Match und die Schusstechnik, wo die Tafel ist, wo die KMH anzeigt. Gefallen hat mir also das Torschießen, dann auch das Dribbeln und so und noch das Match gefällt mir auch. Okay. Es ist natürlich ein Unterschied und es ist auch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es ist manchmal ziemlich heavy, weil ja die Kinder auch mit verschiedenen Leistungsvoraussetzungen hier kommen, in so Trainingscamps sozusagen. Ne? Es gibt welche, die regelmäßig im Verein spielen, es gibt welche, die nur ab und zu im Turnunterricht spielen. Alle sind mit Begeisterung dabei, aber man muss natürlich einen Anfänger die Übung ganz anders erklären und kann auch nicht erwarten, dass alles so funktioniert. Das heißt, man braucht schon Geduld, aber es wird mit dem Strahlen in den Kinderaugen 100-mal zurückgezahlt. Also wir haben heute wieder miterlebt, wie sich die Kinder freuen, dass sie da dabei sind, mit welchem Spaß und Begeisterung sie dabei sind und das freut mich dann auch sehr. Yeah!